So. Alter. Uff. Also Leute. Speedrun des Todes. Real life gespeedrunnt. Alter. Danke, Scheiße. So, Leute. Also, Real Life wirklich gespeedrunnt gerade. Ich habe trainiert, ich war duschen und habe mir was zu essen gemacht. Alles in einer halben Stunde. Beim Training ist mir aufgefallen, nach dem Training, so nach einer Viertelstunde, dass ich gar nicht gemutet war. Also, wenn ihr mich stöhnen gehört habt, ne, dann wisst ihr doch alle, was ich gemacht habe. schön. Ja, gegessen habe ich nur noch nicht. Ne? Ich habe jetzt hier so einen Hamburger. Ich habe den Käse einfach auf meinem Cheeseburger vergessen. Ne? Also, keine Ahnung. Ja, ja, keine Ahnung. Jetzt hätte ich halt nur Hamburger. Ist auch okay. Gibt Schlimmeres, ne? Das habe ich doch genau gehört. So, Kollege. Hallo. Das war keine gute Idee, das funktioniert überhaupt nicht gut. Ja, und der Hundi ist auch zu strong irgendwie, ne? Hallo. Alarm. Alter, zweimal da gegen die Wand gerollt. Nice. Und ich sehe, liegen jetzt wahrscheinlich genau hier in der Kimme. Ich werde die holen, runterfallen, sterben. Alle Seelen wieder gone, ne? Im schlimmsten Fall. Muss ja aber nicht so laufen. Ja. So. Schon mein Handy muss ich wieder anschließen. Die Uhr war die Nacht auch nicht geladen. Wecker ging aber, wie gesagt, noch an. Aber habe trotzdem verschlafen gehabt, ne? Mal gucken, Michael steht schon wieder. Das heißt, er ist vielleicht auch gleich wieder am Start. Ja, falsche Seite. Den Enner habe ich mir auch schon geholt, ne? Wenn wir jetzt safe bis 2 Uhr machen. Boah, Alter, meine Haare sind noch nass. Boah. Vom Duschen. Insane. Bisschen viel, weiß ich nicht, Mehl an meinem Brötchen. Junge, was ist das für ein Brötchen? Also es ist so ein Mini-Baguette, aber die haben da eindeutig zu viel Mehl dran gemacht. Also obendrauf nochmal, weißt du, damit das so frisch aussieht, oder ich weiß nicht genau, warum man das macht, aber hat das schon einen Grund? Das, ja. Okay. Bin mir nicht sicher, wie wir den Kollegen da oben getötet bekommen. Also einfach getötet bekommen. Könnten es mit dem Double versuchen tatsächlich. Na, wundervoll. So. Vielleicht droppt er ja irgendwann mal was. Nee.
So, der bringt 8900. Hä, was bringt denn der dann da unten? Nichts. Der bringt ja auch nochmal 8900. Achso, meine Seele. Da war ja was. Ding. Wichtig. Schnapp dir eine Promo aus. Uff. Melden. Spam, Scams oder Bots. Spam, Bots. Spam, Sales, Viewer. Diesen Benutzer blockieren. So, und dann... sperren. Hä? Ach, Digga, verklickt. Boah, ich verklick mich da jedes Mal, ne? Okay, ich mach das nicht über die... Also das Stream-Elements-Fenster ist halt einfach viel zu klein an der Ecke da. Man kann das halt auch einfach nicht größer ziehen, das ist immer schon sad, das müssen wir mal... Nee, in den Studio-Modus aus, so. Dann ziehen wir das so größer, scheiß auf das Bild. Wofür brauche ich schon ein Bild, ne? So, singen. Und dann singen. Jetzt geht das nämlich einfach. Weil sonst das Overlay, also das Fenster ist zu klein, ne? Hä, was? Was? Da habe ich mich auch wieder verklickt. Ja, passiert leider, ne? So, jetzt gehen wir den unten noch töten und gucken wir mal, wie viel der bringt. ...1900, okay. Das heißt, der oben bringt 8,9 und der unten, der bringt 1,9. Aber es ist trotzdem eine gute Farming-Strat, oder? Das Zurücklaufen dauert halt ewig mit dem Aufzug. Aber dann ist der auch jedes Mal unten, ne? Wenn wir überleben. Ich meine, jetzt haben wir 2,6. Ist okay, oder? Erstmal hier in den Hamburger beißen. Mm. Mm. Hamburger ohne Ketchup, ne? Mm. Mm. Ist jetzt fast einfach nur ein Brötchen mit Frikadellen, Zwiebeln, Tomaten und Gurken. Ja, guck, Michael ist sogar raus, ne? Ja, wenn du keine Lust hast, Michael, ne? Kannst du das auch einfach sagen. Immerhin können wir jetzt ein paar Seelen aufholen, ne? Im optimalsten Fall. Eigentlich haben die gar keine großartigen Debuffs. Das hat mich gewontappt? Okay. Ich kenne das von den kleinen Magiern, diesen Spell. Das macht dann auch gut Schaden. Aber one-tappt eigentlich nicht. Ah. Ja, aber müssen wir gerade mal gucken. Gegen nicht körperlichen Schaden deutlich. Mann, schon wieder falsche Seite. Geil. Kaffee, dann
Hamburger zum Frühstück. Mit Red Bull. Bei mir läuft auch wieder richtig. Aber Training war wieder geil. Nein. Ich habe das auch schon früher immer gesagt, aber ich sag's auch gerne im Stream nochmal. Wenn ihr nicht trainiert, zieht man einfach jeden zweiten Tag durch. Für mehrere Monate. Einfach 2-3 Monate. Bro. Und guckt mal, was es bei euch macht. Das ist wirklich nice. Kann ich nur empfehlen. Willkommen auch da, grüßt der Michael. Willkommen, willkommen. Ja, super. Vor einer Minute lief das Spiel noch und ja, jetzt gerade wohl abgeschmiert. Ja. Warst du schon jetzt lang wieder da, oder? Nee. Ah, okay. Der Große bringt 8-9, der Kleine bringt 1-9. Ja, krass. Also, es ist doch der Große. Aha. Guck, einer mal schauen. Auf der anderen Seite wäre das schon nice, ne? Ja. Ja, ich sag mal, wenn man so ein Geschick-Pad hat, ne? Ist halt schlecht. Mit so einer fetten Stoffgewaffe da. Auf jeden Fall. Also, Nuschel ist gerade komplett. Was willst du sagen? Aha. So ein schweres, man braucht ja manchmal für so einen Boss so einen schweren Hammer oder sowas, ne? Ja, wenn genau, man natürlich dann ein Geschickset hat, dann bringt das ja nichts. Oder dann kann man ja nicht unbedingt so eine schwere Waffe nutzen, weil man dann keine Stärke dafür hat. Genau, ja. Deswegen hatte ich überlegt, als du gesagt hast, du spielst diesen Stachel, dass ich only den großen Hammer gehe und damit auch blocke, ne? Da ist der Große gerade in der Lava gestorben im Übrigen. Ne? Ich habe die ganze Zeit nur gewartet, bis er dead war. Jetzt mach ich den Kleinen nochmal. Kaputt müsste er offen sein, ne? Oder man kann weit mit den Hand. Geschlossen habe ich den auf jeden Fall nicht. Der Kleine bringt 1-9. War bei mir abgeschmiert. Oh, ist gerade zufällig sowieso jemand gestorben. Ja, dann zünde ich jetzt einen Ender, ne? Also. Habe ich hier auch stehen. Habe ich hier auch stehen. Ne? So einen schönen Full White. Ich versuche diesmal, es ist gut, dass ich jetzt eine Rezension kriege. Ich meine, Ignaz wäre vielleicht auch wieder am Start. Ihr könnt ja auch sagen, ob man das hört. Aber ich mache jetzt nochmal die Energy Experience. Das hat ja beim letzten Mal nicht funktioniert. Ja. Und ich, ne, wenn ich jetzt hier auf den Tisch haue, das hört man, ne? Nee. Aber. Ach so, du hörst das im Discord nicht wegen. Ach, die Leute im Stream hören das und du hörst das nur nicht, weil ich im Stream den. Dann, ja, so. Ja, das macht ja alles einen Sinn. Guck mal, warte mal. Weil bei dir ist das noch an. Und im Stream halt nicht mehr. So, jetzt wäre das so. Hörst du jetzt was? Hast du jetzt was gehört? Nee. Nee, noch nicht. Keine Ahnung. Bei Discord wird zu viel gefiltert. Da gibt es schon zu viele gute Filtervoreinstellungen. im Stream hört man das safe. Kannst ja mal gerade in den Stream gehen und gucken, ob man da das Klopfen hört. Aber. Oder Ignaz, ne? Falls du gerade da auch dabei bist und das hörst. Ja. Wichtig, das wäre mal wichtig zu wissen. Die Leute denken sich so, warum klopft der Kollege so auf den Tisch rum? Ja, genau, also jetzt hier das Klopfen, das hörst du jetzt, ne? Nein? Doch? Ja. Okay, ja siehst du, das heißt, man hat im Stream auch immer die Energy Experience gehört, nur du nicht. Ich habe mir das nämlich schon fast gedacht. Na? So, pass auf. Na, jetzt mache ich nämlich den Enner auf. Alter, ist das laut. Ich jetzt die Doppel-Echo-Experience. Ah, hat man gehört, einmal. Ne? Ja, nice. Im Stream, ne? Okay, gut. Auch extra nah ans Mikrofon gehalten. Nice. Strong. Oh, jetzt die Echo-Unterdrückung wieder an. Ja, genau. Nice, also ich habe jetzt schon 40 Grad Seelen. Wenn du nochmal Feuer bist, hock dich ruhig nochmal in. Ah, hast du. Okay, gut. Ach, warst du schon wieder oben? Erstmal den Artillerie-Boy. Ja, rüste mal als Talisman das Ding aus, dass du nicht körperlichen Schaden deutlich erhöht hast, also resistenztechnisch. Weil der Typ, der macht einmal diesen magischen Spell da mit dieser Schrot. Und der killt mich One-Shot.
oben, ne? Oh. Also komplett One-Tap. Okay. Und ich habe ja ein bisschen mehr Leben sogar wie du. Und eindeutig die bessere Rüstung an. Ja, also außer du blockst das vielleicht mit dem Schild, dann vielleicht nicht, ne? Aber ansonsten killt dich das One-Tap. Ja, in der Regel schon. Ja, jetzt bin ich dead, oder? Ne, auch Glück gehabt. Oh Gott. Gott sei Dank, ey. War das close. Er macht schon wieder einen Spell auf mich. Jetzt übertreibt doch mal nicht, ihr Kollege. Ja, einfach den hier machen, ne? Dann ist der unten, jetzt kann man warten im Prinzip, ne? So, und unten der Typ, den hast du schon sehr gut. Ja, dann können wir den doch machen. Der ist nicht. Ah, blatt. Jetzt ist er in der Lava, ne? Wegen dem Kugel. Ah, jetzt kann man den auf jeden Fall machen. Zurück. Und die Schrot könnte mich immer noch hin mit raffen, ne? Digga, warum treffen nur manche Spells? Das wäre da manchmal nicht anvisiert, so. Ist ja nervig. Machen wir das mit der Anrufung, würde ich sagen. Ich glaube, der ist auch anfälliger dagegen. Vielleicht kann er ja wahnsinnig werden, ne? Weiß ich ja nicht. Mal testen jetzt, ne? Erstmal den Doggo hier noch. Hä? Okay, Doggo ist instant down. Ja. Hä? Nee, der war bei mir. Auf einmal kriegt er Damage. Hast du mich gerade geschlagen? Nein, der Doggo hat dich verbissen. Lol. Win. Boah, jetzt macht er aber hier Faxen, ne? Aha. Hä? Also, ja. Digga, ich kann ihn nicht anvisieren, ne? Das macht ja gar nicht wahnsinnig, was du da auf den wirfst. Na, richtig. Er kriegt auf jeden Fall gut Schaden durch. Durch das Auge. 490 ist nicht wenig tatsächlich, ne? Oh. Schwere Geburt diesmal hier. Immer 8900 Seelen, ne? Safer Drop. Den müssen wir mal ein bisschen abfarmen auf jeden Fall, ne? Ich brauche auf jeden Fall richtig viele Seelen noch und so. Und ja. Du kriegst zwar dann auch wieder den gottdeutlichen Gap, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Ja, macht ja nicht. Die Reichen werden reicher, ne? Genau. Ich gehe resetten, na, du bist ja schon oben. Ja. Dann kann ich noch mal ins Baguette beißen, ne? So ein Hamburger gemacht, ohne Ketchup, ohne Käse. Ne? Das sollte eigentlich ein Cheeseburger werden. Ja gut. Du könntest ihn auch killen und ich setze mich immer wieder hin. Ja, das geht auch, ne? Der Artillerie Boy hier. So, der ist schon mal down. Bist du down? Der Gravitationsbursche. Kann man alles mitnehmen, ne? Ja, die anderen lohnen sich zwar nicht sehr, aber wenn du den Großen nicht schnell genug killst, dann geht das nicht. Also ich habe festgestellt, mit dem Eisstampfer, da brauche ich nicht viele Tritte, dann ist der dead. Huch! Huch! Habe ich den irgendwie nicht mehr angesehen gehabt. Ja, aber das ist ganz gut, der hüpft immer wieder zurück, bevor er angreift. Bringt der automatisch in die Lage. Ja, gut. Dead. Auch nicht schlecht. Ah, happens, ne? Ich kann jetzt auch noch Level upen, bevor ich jetzt gehe. Ja, noch ein paar Mana-Pots hier reinballern, ne? So. So ist. Gut, dass du sagst. Einfach ein paar Mana-Pots rausnehmen, ne? Ja, richtig. Beziehungsweise reinmachen bei mir, zumindest. So. Weisheit 19, ne? Boah. Also bis 43 dauert das noch.
Oder 46. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, reskillen würde all die Probleme lösen, ne? Ich kann ja auf beides gehen, ne? Stärke, Geschick und Arkan. Und Weisheit, actually. Hä? Ich hab ausgetappt. Hier gegen Eis ist der relativ anfällig. Wie Sie sehen, Diggi. Ja, macht er auf mich anstatt auf dich, ne? Der direkt davor steht. Ja. Er kennt's nicht. Nice. Ja, zwei Tritte auf dem Boden. Dead, ne? Ist ähnlich wie diese goldene Welle. Ne? Mhm. Ähnlich. Ja. Easy. Sieben. Hm? War hier gerade los? Hast du ihn wieder runtergeworfen? Ja, das. Oh. Bin selbst runtergesprungen. Ich. Achso. Ja, dann komme ich an. Hätte ja auch mal Ezekiels Verfall nehmen können. Ezekiels Verfall vor allem. Ja, noch zweimal bin ich wieder Level. Ja. Ah, ich wollte ja eigentlich gesagt haben. Den anderen Ball. Okay. Mhm. Aber ich hab gesagt und dann ins Brötchen gebissen und konnte nicht schnell genug mehr runterschlucken. Mhm. Perfekt. Bang. So, dann einmal den Gong läuten zum Essen. Mhm. Dann können die Brötchen speisen. Engage! Totmillionen. Versucht den mal nicht immer runter zu kicken. Wäre einfacher, wenn der hier oben bleibt. Dann kann man den nämlich direkt töten. Der hält ja gar nichts aus, tatsächlich. Ja, strong. Ja, du hast ihn da leider schon wieder runtergedrückt. Gedruckt. Ja. Das checkt er jetzt nicht. Ah, ja, er hat er nicht mehr. Ist ja runtergefallen. Ja, das ist immer noch hoffen, schon ne? Jetzt ist halt wieder eine Frage der Zeit, ne? Jetzt der einen nickt. Das war's. Ja, das war's auch für meinen Kollegen. Ja. Da ist der andere Boy noch gewesen. Mit seinen Fingern im Spiel. Ja, ich habe gar keine Seelen bekommen, du? Ja. Entspannt. 9K. Mhm. Ah, doch. Leute, es wird nicht angezeigt. Ja, noch einmal. Ne? Und dann kann es auch schon wieder fürs Level up gehen. Das ist schon sehr angenehm, besonders weil der gar nichts aushält, ne? Das ist schon strong. Also man könnte den, also wenn du den da nicht runterlockst, ohne Spaß, das sind zwei Rotationen von meinen schweren Schlägen, ne? Also einmal die komplette Rotation ist er dead. Hm. Der hält halt nichts aus im Nahkampf, ne? Also deswegen nicht einfach, ich meine, es ist ja auch ein Magier, ne? Wenn der nichts gegen Spells aushalten würde, das würde mich ja auch schon wundern. Aber so mit Blutungsschaden ist der schon richtig weg gewesen. Und Eisschaden vor allem. So, Languste ist schon mal down.
mir auch. Er kommt ja auch freiwillig hier hoch. Ja. Ich kann mich ja mal hinter den stellen, wenn ich dort verfolge. Ja, jetzt ist er wieder drauf. Ja, perfekt. Ja, ja, ja. Ja, gut, ja. Ja, dann geht's mal aufleveln. Ne, ich bin tot. Ah. Hä? Ich dachte, du machst den noch mit mir, lol. Lassen wir den dann da unten stehen jetzt einfach, oder wie? Du bist ja mit dem... War der im Feuer? Ja, wir sind da beide runtergefallen und dann bist du einfach jetzt weggegangen, oder was? Ja, richtig, weil der war ja... Der ist ja nicht schwer. Deswegen dachte ich, ich gehe schon mal aufleveln, dann kann ich mich gleich direkt hinsetzen. Ja, entspannt. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal meine Seelen holen, ne? Ja, auf entspannt, ne? Uff, auf deine Hilfe, ne? Kann man sich echt selten verlassen. Du läufst ja, immer so schnell weg einfach von einem. Ja, wenn man hier so sitzt, sind wir im Koop-Modus und du rennst immer weg? Rumlümmelt, ne? Kein Problem. Bräuchte noch so einen zweiten Screen, wo ich das immer sehe, was du noch machst. Und ich weiß, ob ich auch disengagen muss oder... Ja, unten im Feuer mit den zwei anderen starken Gegnern ist im Übrigen nicht so einfach, auf der Lava zu kämpfen, wenn er dich anschrotet. Na? Kein Problem, ne? Ja, dann geh doch mal jetzt runter. Lock den mal runter mit den anderen beiden, dann will ich sehen, wie du gegen die drei kämpfst. Mhm. In der Lava, bitte. Na? So wie sich das gehört. Das ist nicht einfach. Der andere Kollege, der macht da anstrengende Spells. Runter geht er, by the way, von alleine. Irgendwann. Ja, jetzt kommt er wieder hoch. Jo. Alter. Geht aber los, ja. Hey, jetzt geh mal runter und lock mal diesen Ritter dann noch an. Und kämpf mal in der Lava gegen die beiden. Ja, in der Lava ist natürlich spannend, ne? Ich bin runtergefallen, was hätte ich machen sollen? So, jetzt bin ich hier unten. Ja, jetzt muss ich den Ritter hier anlocken. Allen dabei. Ey, ist nicht einfach nicht. Gibt den nicht. Machen wir mal. Ach, richtig. Jo. Steck einfach durch die Wand, okay, cool. Mhm. Was bei ihm? Dadurch bin ich, by the way, gerade eben gestorben, wenn er dann durch die Wand geschlagen hat. Und noch der Schrot. Ja, komm. Ist geht nicht so einfach, gehen. Ne? Ja, ist doch geil, ne? Easy. Nee. Besonders wenn man dann darauf wartet, dass der Kollege von oben an irgendeinen Spell macht oder auch runterkommt oder so. Einen Spell wenigstens, ne? Bis der einmal gestaggert ist. Verwirrt ist der Kollege. Ja, okay. Geil, ich kann nicht nach unten atmen. Ach, geil. Zunächst. Lol. Oder weglaufen. Der Blob da unten schießt noch Stacheln nach mir. Der Eck steht nice. Duck. Why would he do that? Wir können ja beim nächsten Run mal nach hier oben den wahnsinnig machen, den großen, wenn es geht. Ja. Ich glaube, das ist möglich, weil so effektiv, also wie viel Schaden man an dem damit macht, ist schon insane. Könnte schon ein Hit sein, ne? Ja.
Und je nachdem, was das da noch für ein Schwertkampf-Dude ist, maybe den auch. Nee, der ist nicht wahnsinnig zu machen. Ist eher ein Geist, ne? Das ist der von Malenia und die haben alle Fäulnis Resistenz 100%, ne? Also kannst du, die sind immun dagegen, ne? Hm. Kennt man doch, die Ritter, Michael. Ja, die gefährlichen Kollegen. Wahnsinnig können die auch nicht werden, kann ich mir nicht vorstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht Fäulnis, wahnsinniges Ding. Ja. Ich bin noch mal raus, ne? Achso, ja. Ah, okay, dann renne ich auch wieder weg. Ja. Sehr gut. Ich bin nämlich als guter Kollege direkt runtergesprungen, wollte dir helfen, ne? Nee, keine Leben und so. Lieber strategisch angehen mit den Tröterichs und mit Spells. Ich dachte, der wäre leicht, der andere. Ich habe ja gegen beide da kämpfen müssen, ne? Ja, klar, easy, ne? Ja. Ich rosette das einfach für dich schon mal, ne? Dann kannst du ja da oben nochmal den leichten machen. Wenn der down ist. Ah, wer weiß, wie viele Seelen der bringt, ne? Ja. Auch gut zu wissen. Ich weiß es nicht. Wow. Der Artillerieboy lebt ja noch. Der lebt ja noch. Das war's. Ja. Hinsetzen. Jetzt machen wir den wahnsinnig. Gone. Nee. Nee. So, ne? Der Wahnsinnige. Was könnte ich eigentlich noch so machen? Aha. Ah. 21, noch ein Level, dann kann ich diesen eisigen Nebel machen, ne? Auch sehr praktisch. Mhm. Da kriegen die dann den Eisbrock einfach mit der Zeit. Einmal Nebel gesetzt, und dann kann ich dann ganz entspannt derzeit noch angreift. Wobei ich glaube, dieses Eisding, das packt auch sehr schnell über die Sense, habe ich das Gefühl. Mhm. 3 Hits oder so. An und für sich. So. Bringt ja auch nichts, ne? Erstmal Sohlen holen hier. Die Dolly. Wichtig. Ah, jetzt ist er wieder runter. Das war. Jo, was war das für ein fetter Felsbrocken? Jo. Ja, ich hab den dann schon mal, ne? Ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber... Ja, wahnsinnig machen war ja jetzt nicht, oder was? Wo bist du hinten? Ja, hinten meine Seelen holen, dann wurde ich die ganze Zeit hier von dem Artillerieboy gestaggert und hops genommen für den anderen noch, ey. Mann. Weiß nicht, Mann. Was von einem Artillerieboy du immer redest. Wenn du hier oben gegen die kämpfst, dann musst du gar nicht darunter, eigentlich. Ja, meine Seelen halt holen. Nee, ja klar, das war die klar, klar. Aber ich meine ja generell. Ja, sonst muss nicht, ne? So. Ja. Mann. So. Ich setze mich jetzt gleich wieder hin, ne? Mhm. Ja.
So. Na, das war ein Fehler wieder. Okay. Runtergefallen. Absolut nach oben. Da ist er jetzt drinnen auf jeden Fall. Ja, ja. Da. Schon wieder vorbeigeschossen, nice. Null. Meine Eltern gucken, by the way, jetzt Rookie, ne? Richtig nice. Also wahnsinnig nicht zu machen, war der jetzt nicht direkt, oder? Aber ich finde halt. Sah jetzt nicht groß danach aus, ne? Theoretisch könnte ich durchgehend die Eiswelle gegen den spammen. Ausweichen, Eiswelle, ausweichen, Eiswelle und dann ist er immer schnell dead. Ja, machen wir noch 2-3 Mal, bis ich und du dein Level up haben, dann ja. Können wir weitergehen. Wie viel brauchst du noch? Einmal bräuchte ich jetzt nur noch, wenn es darum geht. Okay, ja. Dann bräuchte ich das auch ungefähr. Dann habe ich 41k, ich brauche wahrscheinlich zum Level up ein bisschen mehr. 45. Ja, aber irgendeine Rune oder so. Oder wie machen die anderen jetzt noch währenddessen zweimal? Wenn dann kleinen Kollegen hier. Ah. Ja. Okay. Das ist wohl gestern nicht so gut gelaufen. Eieiei. Aha, den habe ich noch abgesnackt. Kleinen habe ich auch ab. Excuse me? 2023. So, die kleinen Kleppers sind raus. Und noch der große Hund hier. Die haben sich gegenseitig angebrüllt gerade. Nice. Hm. Der Hund ist runter. Ja, ja. Nice. Scharlachfäule auf dem. Wer kennt's nicht, ne? Ja. Wenn mein Double mal aufgerüstet werden könnte, ne? Der wäre so overpowered. Ich meine, der hat sogar den Scharlachfäule Proc, ne? Geil. Ja, steht in. Auch, aber der hat auch den Schallerfalle Brock. So schnell wie der Schaden kriegt, muss der das haben. Ja, hat er auch. Ja. Ja. Auch witzig wäre halt dieser riesengroße Scharlachfäule Hammer. Fäulnisstab. Ja, du meinst von den Dingen. Ja, du kannst ja ein genug stärker skillen, ne? Einfach, dass du den auch tragen kannst. Fertig ist der Lachs, oder? Ich meine, der verbraucht ja nur 34. Ne? Wenn ich mal fetten Proc brauche, so, ne? Ja, wenn wir mal halt gegen Leute kämpfen müssen, die das da halt anfällig sind gegen. Oh, es könnte sogar sein, dass das nicht reicht, ne? Der steht halt jetzt nicht mehr in der Lava. Doch, reicht noch, denke ich. Ja, close. Okay. Bell hätte ich jetzt noch gehabt. Nice. Was hat der denn für eine Fähigkeit? Ist doch nur der Plumpsklo, ne? Mal gucken hier.
Wo ist denn mein Stachel? Ich finde gerade nichts wieder hier. Aha, Ameisenstachel. So. Was denn? Erdenbaumramme. Mhm. Also das in den Boden rammen. Sind Sie das? Ist das der Feind? Ja genau, den Plumpser. Ja.